Ey, guck mal da eine Kamera. Ja, willkommen, Hallihallo hier in Falkenstein. Im Tierpark Falkenstein bin ich. Das liegt im wunderschönen Vogtland, Sachsen, ganz nah an der tschechischen Grenze. Und hier lebt der Sammy seit 1994. Und tja, wie sieht's denn aus? Kennst du den Sammy? Meinst du den Sammy, der dort den Eisen drüben aus? Ist das denn ein Kumpel von dir? Ja, Kumpel vielleicht nicht gerade, ne? Wir haben schon andere Interessen. So, jetzt werden wir mal hier rauskriegen, ob der Sammy sich auch benimmt. Hör mal, du, der Sammy, ne? Das ist ja ein Brillenkaiman. Wie sieht's denn mit dir aus? Was bist denn du? Na, ich bin Kamel, du Trommel da, du Rindvieh, du. Na, nimm mal da dein Ding weg. Und hat der Sammy sich denn auch immer ordentlich benommen? Naja, der planscht halt ein bisschen rum, so wie sich das gehört von Kaiman, ne? Das ist ja klar. Ja, also hier, da sehen wir mal hier sozusagen das Tropenhaus von draußen. Also da wohnt der Sammy drin und da gehen wir jetzt mal rein. Kommt mal mit. Guten Tag. Guten Tag. So, jetzt wird es schon richtig warm hier, muss man sagen. Aha, hier sind wir also im Tropenhaus. So, wo ist der Sammy hier? Schildkröten. Hier haben wir eine Anaconda. So, hier haben wir eine Echse. Was ist das für eine Echse? Eine Leguan. Ein Leguan. Tja, wie auch immer die ganzen Tiere hier heißen. Und hier sind wir schon. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Wo ist er denn? Sammy. Hier, da steht's. Sammy, der prominenteste Brillenkaiman aus dem Baggersee bei Dormagen. Mhm, das kennen wir ja noch. Der im Juli deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte. Und das war der Juli 94. Und was da war, das gucken wir uns jetzt mal an. Aha. Es war der Sommer 94. Nicht viel los in Deutschland. Es war Urlaubszeit und die Temperaturen angenehm. Die Zeichen standen gut, als Jörg Zars die Kugel ins Rollen brachte. Ich habe gestern Nachmittag meinen Kaiman mit hier hingebracht zum Sonnen. Zuerst. Zum Sonnen? Ja, ich wollte nur ein bisschen die Sonne wegen UV-Licht und so. Das brauchen die ja. Das ist gesund für den Kaiman. Mhm. Und dann habe ich ihn halt auch später ins Wasser gesetzt. Und dann ist er mir von der Leine abgerissen. Ich kann mir nur erklären, dass da irgendwie ein Materialfehler am Halfter war. Weil der ist getaucht im Wasser und dann wollte ich ihn wieder hochziehen. Also auch nicht dran gerissen oder so irgendwie, dass er dadurch abgerissen ist. Und nur leicht wieder hochgezogen und dann abgerissen, direkt getaucht. Ich noch hinterher gesprungen, mit den Händen gesucht, aber war auch schon weg. Achtung, Achtung! Bitte verlassen Sie sofort den See. Im Wasser befindet sich ein Krokodil. Ausgerissen ist das Tier am Sonntag. Seitdem ist der Badesee gesperrt. Ich bin zufällig ein Badender, das Tier berührt und dieses Tier kommt in Stresssituationen, ist dann zuschnappt. Und zwar nicht so wie ein Hund, dass es reinbeißt, sondern es nimmt gleich Gewebe raus. Es ist also sehr gefährlich. Da sind dann also gleich Fleischbrocken weg. Jetzt komme ich hier hin, die Anlage schloss, ein Kaiman ist hier dran. Wer erlaubt sich denn solche Dinger hier? Ist so unmöglich. Also ich will da nicht mehr schwimmen. Da habe ich jetzt Angst, nicht? Ich sehe ja im Fernsehen, wenn sie zum Beispiel so einen Amazonafilm bringen, nicht? Wie die Kaimane rumschwimmen, wenn sie die Menschen angreifen. Die Bürger hatten Angst. Ein Krisenstab trat zusammen. Was war zu tun? Wenn wir mit einem Echolot den See ableuchten, dann können wir feststellen, wo er ist. Und wenn wir ihn haben, können wir ihn verfolgen. Das können wir zur Tageszeit machen. Und für die Nachtzeit, da ist mir der Einfall gekommen, es gibt Restlichtaufheller, die nutzt die Bundeswehr und Infrarot-Sichtgeräte. Da nutzt man die Wärmestrahlung. In 5 Meter Höhe werden wir ihn dann mit Halogenscheinwerfer versuchen ausfindig zu machen. Gott sei Dank leuchten seine Augen wie glühende Kohlen im Scheinwerferlicht. Und dann ist es nur noch eine Frage des Zugriffes. Und diese Frage sollte schnell beantwortet werden. Um 1:30 heute früh dann peitschen plötzlich 3 Schüsse durch die Nacht. Ein Jagdgewehr traf den Kaiman. Sammy soll wie ein Stein auf den Boden gesunken sein. Aufatmen in Dormagen. Mit 3 gezielten Schüssen will die Polizei das Reptil am frühen Morgen erlegt haben. Der Badesee in Dormagen bei Köln bleibt aber noch geschlossen, denn die tote Echse wurde noch nicht gefunden. 3 Tage lang konnte Sammy also seinen Verfolgern ein Schnippchen schlagen. Der Badesee ist wieder alligatorfrei, man kann wieder baden, aber auch die schöne
Die rührende Krokodilstränengeschichte von Sammy ist damit zu Ende. Zu Ende? Jetzt ging's erst richtig los. Ja, Sie haben es schon gehört, Sammy lebt. Zu 99% war sich die Polizei sicher gewesen, Sammy in der letzten Nacht mit großkalibriger Munition tödlich getroffen zu haben. Doch das Reptil hat allen ein Schnippchen geschlagen. Es lebt, die Jagd geht weiter. Und unser Augenzeuge vor Ort am Baggersee bei Dormagen ist Matthias Hoffmann. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Berlin. Matthias, Auge in Auge mit der Bestie vom Baggersee. Haben Sie heute Morgen das Reptil denn schon mit eigenen Augen sehen können? Wir haben ihn gestern gesehen, beziehungsweise seine Spur gesehen und vielleicht spielen wir diese Bilder jetzt mal ein. Heute Morgen schwamm Sammy, zu erkennen an der Bugwelle, putzmunter im Wasser. So gefährlich wie ein Hecht soll Sammy, der Kaiman in Loch Neuss, sein. Das erklärte heute Dietrich Jelden, der stellvertretende Chef der Krokodilspezialistengruppe der Weltartenschutzunion. Darauf schießen, ich sag ja, wenn ich das Tierchen sehe, ist das nicht tot. Ne? Das ist ja ein kleines Tierchen, 70 Zentimeter habe ich hier. Würde ich nicht schießen. Der abgetauchte Kaiman Sammy soll leben. Dafür machen sich jetzt die Bürger von Dormagen, Tierschützer und Politiker stark. Jetzt soll es Gnade geben für Sammy. Das Todesurteil ist aufgehoben. Jörg Brücher ist an dem Ort, auf den ganz Deutschland schaut. Jörg, gibt's Neues von Sammy? Also die Hartnäckigkeit von Sammy scheint sich wirklich ausgezahlt zu haben. Nachdem Polizeibeamte in den letzten beiden Nächten vergebens versucht haben, das Tier zu töten, hat die Polizeidienststelle Dormagen heute bekannt gegeben, in der nächsten Nacht wird auf keinen Fall auf das Tier geschossen. Guido Schenk, Pressesprecher der Stadt Dormagen, Sie haben nun für heute Nacht verfügt, nicht auf Sammy zu schießen. Woher kommt dieser Gesinnungswandel? Wir sehen eine Chance, beziehungsweise die Experten, das Tier lebend zu fangen und wir möchten diese Chance auch nutzen. Eine persönliche Frage, wie viele Stunden haben Sie in den letzten Nächten geschlafen? Also waren doch ein paar und Sammy hält uns ganz schön auf Trab. Nur ich will noch mal eins sagen, Sammy kann nichts dafür, was hier passiert. Nein, Sammy konnte nichts dafür, aber alle hatten ihren Spaß. Dormagen-Nievenheim, ein 20.000 Seelenörtchen unweit von Köln. Bis vor 5 Tagen noch ein ländliches Idyll mit zurückgezogen lebenden Menschen und freilaufenden Hühnern. Bis Sammy im Nievenheimer Baggersee in die Freiheit entwischte. Seitdem steht ganz Dormagen Kopf. I shot the sheriff, but I didn't shot the crocodile. Extra aus Köln an den See angereist, einer Abordnung des American Football Clubs Cologne Crocodiles. Ja, Sammy ist ja ein Alligator und wir sind Krokodile, ist eigentlich ein Artverwandter von uns und unser Präsident hat aus Solidarität ihn zu einem Ehrenmitglied gemacht von uns auf Lebenszeit. Für das Fremdenverkehrsamt könnte Sammy die neue Touristenattraktion werden. Dass das Dormagener Stadtwappen aber demnächst einen Kaiman zeigt, streitet die Stadtverwaltung noch ab. Also wir haben keinen Kaiman im Stadtwappen und werden auch keinen drin aufnehmen. Es könnte wirklich ein genialer Schachzug der Tourismusbranche von Dormagen sein. Jetzt kennt den Ort wenigstens jeder in Deutschland. Doch auch für Kaimane gilt die 5-Tage-Woche. Sammy ist gerettet. Am frühen Morgen wurde er von einem Taucher eingefangen. Einfach so. Zum letzten Mal richtet sich jetzt unser Blick auf Deutschlands berühmtesten Baggersee beim inzwischen international bekannt gewordenen Dormagen. Der Sporttaucher der DLRG hatte ein leichtes Spiel. Sammy war unterkühlt und ließ sich leicht mit den Händen einfangen. Sein Besitzer hingegen, der mit dem Kuschelkeimer nicht nur schlafen, sondern auch so richtig baden ging, ist überglücklich, dass sein Sammy überlebt hat. Was hätte es anrichten können? Wahrscheinlich wenig oder gar nichts. Was passiert jetzt mit dem Tier, Herr Jess? Der kommt in ein Terrarium im Kölner Aquarium am Zoo. Danke, Sammy. Es hat viel Spaß gemacht und immerhin ist es eine Geschichte mit Happy End. Happy End im Kölner Zoo. Sammy war unumstrittener Publikumsliebling, doch weil auch im Kölner Zoo keine artgerechte Haltung möglich war, musste Sammy noch einmal die Koffer packen. Auf ging's nach Falkenstein in Sachsen, wo Sammy in einem Tropenhaus eine neue Heimat gefunden hat. Und genau dorthin geben wir jetzt noch einmal zurück. Jetzt habe ich mir hier eine Leiter aufgestellt und der Herr Gottschalt, der Pfleger, wird jetzt mal da dem Sammy ein paar Fische geben, damit wir uns den mal angucken können. Wir haben noch die Bilder vor Augen, als der ehemalige Besitzer, Jörg Zars, seinen kleinen Kaiman liebevoll auf dem Arm hielt und streichelte. Würde er Ähnliches heute probieren, wäre zumindest der Arm weg. Fast ausgewachsen misst Sammy ca. 2 Meter.
Bei einem Gewicht von mehr als einem Zentner ist mit ihm nicht mehr zu spaßen. Stattdessen bevorzugt er frischen Fisch und Temperaturen um die 30 Grad. Und genau deshalb ist es hier im Tierpark Falkenstein ideal. Also, Sammy geht es gut und wer mal Urlaub im Vogtland macht oder beruflich in Plauen unterwegs ist, sollte sich einen Besuch bei Sammy nicht entgehen lassen. Viele Grüße nach Dormagen.